Frau Bergwald, wie fällt denn Ihre Bilanz der Ära Bomhard aus? Über alles gesehen gut. Er hat das Unternehmen sehr kapitalstark gemacht. Wir strotzen im Prinzip vor Stärke und können jetzt auch so Zeiten wie im Moment, wo es Umsatz zurückgeht, wo das Ergebnis zurückgeht, durchhalten und von einer ganz sicheren Position aus uns neu aufstellen. Deswegen, es ist ein positives Ergebnis. Meinen Sie, ist denn die Neuausrichtung unter Bomhard gelungen? Wo sehen Sie denn die wichtigsten Baustellen nach wie vor? Ich glaube, die Neuausrichtung ist schon gelungen. Munich Re ist sehr viel internationaler geworden in seiner Ära. Ergo ist leider nicht ganz gelungen. Da haben wir seit Jahren Probleme und mein Geduldsfaden ist endlich, muss ich gestehen. Das muss man jetzt entweder reparieren und zwar endgültig reparieren oder man muss vielleicht doch darüber nachdenken, dass man es weggibt, weil man es einfach nicht kann. Mhm. Aber man sieht ja schon, dass Herr Ries sich da sehr ins Zeug wirft und etwas versucht zu bewegen. Wie bewerten Sie seine Arbeit soweit? Bis jetzt gut, aber wie gesagt, irgendwie hat es zu lange gedauert und ich möchte einfach nachhaltig positive Ergebnisse sehen. Und wir haben sehr viel Geld da hineingesteckt, haben sehr viel auch Image-Schaden mal eine Zeit lang daraus bekommen. Also das dauert schon noch, bis wir wirklich sagen können, das ist ein guter Bereich der Münchner Rück. Mhm. Insgesamt zum Geschäftsmodell der Münchner Rück. Sehen Sie das denn auch in Zukunft noch gesichert? Die Zinsen bleiben ja weiter tief, die Cyberprämien sind noch zu gering. Das vergleicht man vielleicht mit BMW, die sich auch auf das Elektroauto stark stützen, aber eigentlich noch keine Umsatzrelevanz haben. Wie sehen Sie das hier bei der Münchner Rück? Es ist sicherlich vergleichbar. Wir müssen einfach sehen, die Münchner Rück hat die Zeit erkannt, hat erkannt, dass sie sich in gewisser Weise neu erfinden muss. Sie müssen ein neues Umfeld bekommen, sie müssen neue Geschäftsfelder gerieren, das haben sie alles verstanden und jetzt dauert's. Wie gesagt, unsere Kapitalstärke ist da unser Trumpf. Die Münchner Rück haut's nicht um, auch wenn es mal eine Zeit lang nicht so läuft, auch wenn mal eine Zeit lang eben der Umsatz nicht wächst. Und wir haben immer noch ein hervorragendes Ergebnis. Wir sollten hier nicht schlecht reden. Und das halten wir durch. Mhm. Wenn wir jetzt auf den Nachfolger Herrn Joachim Wenning blicken, welche Aufgaben sehen Sie als vorrangig für ihn oder welche Forderungen würden Sie hier in diesem Forum an Herrn Wenning richten? Neues Wachstum finden, neue Geschäftsfelder und den ganzen Laden zusammenhalten. Und natürlich braucht er ein bisschen Glück. Frau Bergwald, ich danke für das Gespräch. Gerne.